Ein großes Hurra an den Märkten mit einer Rallye, weil die PCE-Inflation aus den USA heute ein Ticken niedriger ausgefallen wird. Aber die Fed wird dennoch die Zinsen anheben im Juli. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video zeigen. Schauen wir uns zunächst mal die Kernrate der PCE-Inflation an. 4,6%, Ticken niedriger als die 4,7% erwartet. Zum Vormonat in der Kernrate 0,3 wie erwartet. Und es gibt jetzt hier eine ziemliche Abweichung zu den PCE-Daten nicht in der Kernrate und da habe ich inzwischen andere amerikanische Boards gesehen, die eigentlich sagen, naja, PCE ohne Kern, also praktisch die Nicht-Kernrate, ist eigentlich erwartet bei 3,8 bis 3,9. Das ist das, was ja kürzlich Paul auch gesagt hatte. Wir erwarten die ganze Geschichte bei 3,9%. Hat darüber ein Video gemacht. Hier diese 4,6%, die ich etwa aus dem Wirtschaftskalender von investing.com habe, die scheint mir eine Zahl gewesen zu sein in der Erwartung, die nicht wirklich valide war. Auch diese 0,5% zum Vormonat scheint zu hoch. Und wir hatten insgesamt ja die Daten aus dem Mai jetzt bekommen, PCE. Das ist natürlich schon eine Zeit lang her, muss man sagen. Und die Headline CPI-Daten, die ja schon vor einiger Zeit gekommen waren, die waren ja auch schon niedriger als erwartet. Also das ist jetzt nicht so fürchterlich überraschend, dass hier eine kleine Abweichung nach unten ist. Aber dennoch, wenn wir mal ein bisschen unter die Oberfläche gucken, dann sehen wir, die Fed hat eigentlich keinen Grund zur Entwarnung. Denn die sogenannte Core PCE Inflation, das ist eigentlich das, was die Fed auch besonders im Fokus hat. Die ist seit einem halben Jahr, seit Dezember 2022, konstant über 4,5%. Verändert sich nicht. Und so sehen wir, dass, wenn Sie rechts hier mal gucken, auch die Erwartungen, was mit den Zinsen passiert jetzt bei der nächsten Sitzung, nach wie vor bei knapp 87% sind, dass die Fed die Zinsen anheben wird. Und einer der Faktoren dafür ist, dass wir die sogenannte Supercore-Inflation haben. Das hat Paul öfter in letzter Zeit betont. Das ist also die Kerninflation ohne den Bereich Immobilien, ohne den Bereich Housing. Und da sehen wir, naja, da tut sich nicht viel. Das bleibt auch sehr konstant oben. Dementsprechend wird die Fed sich jetzt aufgrund der heutigen Daten nicht wirklich überlegen, jetzt mal den Kurs umzusteuern. Zumal wir sehen, dass die Löhne deutlich gestiegen sind mit dem größten Anstieg seit Oktober 2022, sowohl bei Privatbeschäftigten als auch bei Regierungsbeschäftigten. Und wir haben zwar einige Entspannungszeichen auch in Sachen Inflation bei einigen Komponenten, aber auffallend ist, dass die Güterinflation wieder deutlich anzieht. Die war ja eine Zeit lang in der Deflation geradezu schon. Da ging es ja nach unten, deutlich nach unten. Jetzt geht es wieder deutlich nach oben. Auch das dürfte der Fed nicht so wahnsinnig gefallen. Und ja, wir werden jetzt nochmal im nächsten Monat bei den Juni-Zahlen, die dann im Juli veröffentlicht werden, eine rückläufige Inflation sehen, sehr wahrscheinlich zum Vorjahresmonat. Warum? Weil der Basiseffekt zuschlägt. 9,1%, das war der Hochpunkt im Juni 2022 der Inflation in den USA. Und wenn die Latte so hoch liegt, es ist natürlich viel schwieriger, da nochmal drüber zu springen. In der zweiten Jahreshälfte, so hier eine Projektion von Jim Bianco, dürfte es so sein, dass die Inflation dann wieder sich langsam in Richtung 5% nach oben arbeitet, also auch von dieser Seite keine Entwarnung. Aber wir haben vielleicht ein interessantes zweites Halbjahr vor uns, nachdem dieses Halbjahr ja für die Aktienmärkte außerordentlich schick gelaufen ist. Eigentlich, weil man gewettet hatte, dass die Fed die Zinsen senkt. Das ist nicht so wirklich passiert und zeichnet sich erstmal nicht ab. Aber wir sehen schon eine gewisse Schwäche beim Konsumenten. Das haben wir heute bei den PCE-Daten gesehen. Da werden auch die Einkommen und die Ausgaben ermittelt. Die Ausgaben unter der Erwartung mit plus 0,1%. Und wir sehen hier, die Amerikaner, die schränken schon ein Stück weit den Konsum ein. Das sehen wir in aktuellen Kreditkartendaten, die ohne Autos um 4,2% jetzt gefallen wären, trotz der zuletzt ja so starken Konjunkturdaten in den USA, die Sie hier in diesem City Economic Surprise Index sehen. Aber klar, da kommen jetzt ein paar Problemchen auf die Konsumenten zu. Erstens haben die ihre Kreditkarte voll belastet, immer mehr belastet, um mit der Inflation Schritt zu halten. Das ist das eine, und das haben sie getan mit Zinsen, die knapp über 20% liegen, 21%, das muss man sich vorstellen. Dementsprechend wird das irgendwann immer teurer, wird das Ganze schwieriger. Und jetzt kommt etwas, was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, nämlich diese Rückzahlungen für Studentenkredite, die immerhin gut 40 Millionen Amerikaner betreffen. Und die müssen jetzt mal eben durchschnittlich um und bei $400
pro Monat bezahlen. Was passiert dann? Nun, dann wird man vielleicht den einen oder anderen Restaurantbesuch canceln und sagen, na, ich habe jetzt eine deutlich höhere Belastung, dann spare ich da, wo ich Dinge machen kann, die ich nicht machen muss. Das sind zum Beispiel Restaurantbesuche. Also der Dienstleistungssektor dürfte davon dann betroffen sein, sodass da die Inflation vielleicht nach unten geht, aber möglicherweise eben auch dann die Wirtschaft ein Problem bekommt, trotz der zuletzt so starken Daten. Schauen wir uns mal hier diese Differenz an zwischen Nasdaq und den ja sehr hohen Anleiherenditen, die hier invertiert dargestellt sind, die untere Linie. Da ist eine Riesenlücke, normalerweise läuft das parallel und es wird ja viel gejubelt jetzt derzeit, wie toll dieser Bullenmarkt ist, aber wenn wir jetzt mal den Equal Weight nehmen des S&P 500, also wo alle Aktien gleichgewichtet sind, dann ist der 14% gestiegen seit dem Oktober-Tief. Das wäre, wenn der Bärenmarkt wirklich vorbei sein sollte, die schwächste Erholung, die wir je gesehen haben. Es sind ja die wenigen Tech-Aktien, die das Ganze getrieben haben, wie eine Apple, die jetzt mal 3 Billionen auf die Waage bringt. Und insgesamt, wenn man jetzt diese Tech-Aktien mit einrechnet, und das muss man ja tun, wenn man das Gesamtbild sieht, sieht man, die Earnings Yield ist im Vergleich zu den Renditen, die man bei Staatsanleihen bekommt, zu gering, wie seit 2007 nicht mehr. Und das heißt, die Risikoprämie, die ich bekomme für Aktien, die geht immer weiter runter. Und interessant ist auch, dass der VIX ja permanent gefallen ist, eigentlich im ersten Halbjahr, also das Angstbarometer, wenn man so will. Aber die Junkbond-Renditen, also die Risikoaufschläge, die Risikoprämien für Junkbonds sind nicht gefallen. Die halten sich da doch in gebührlichem Abstand. Die Stimmung ist ziemlich bullisch. Das sehen wir nicht nur im Fear and Greed Index, sondern das sehen wir auch Investors Intelligence, Bullen und Bären. Wir haben jetzt unter 20% der Bären. Also was soll schon passieren? Beste aller Welten. Und ja, der erste Handelstag im Juli. Die Amerikaner haben ja jetzt am Montag einen kurzen Handelstag, praktisch einen halben Handelstag. Am Dienstag ist dann komplett zu. Und 12 der letzten ersten Handelstage im Juli waren positiv. 30 der letzten 34 mit einem durchschnittlichen Gewinn des S&P 500 von 0,5%, ähnlich Nasdaq und Dow Jones. Und wenn die erste Jahreshälfte schon gut war, nämlich mindestens 10%, dann ist es in der zweiten Hälfte durchschnittlich um 7,7% nach oben gegangen. Sie sehen, ich werde jetzt extrem bullisch, meine Damen und Herren, deswegen sollten Sie langsam vorsichtig werden auf der Long-Seite. Hier sehen wir, die letzten 15 Julis waren alle positiv für den Nasdaq und mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4,7%. Das ist also saisonal der beste Monat für den Nasdaq. Also alles bullisch, da gibt es gar keinen Zweifel, meine Damen und Herren. Die Aktienkurse, die steigen in den Himmel. Aber wir haben auch in der Eurozone heute Inflationsdaten bekommen. 5,5% Headline-Inflation, aber die Kernrate wieder gestiegen. Die kommt auch nicht runter. Das ist das große Problem, das die Notenbanken haben. Und Lagarde wie auch Paul, die haben sich ja jetzt diese Woche geäußert und gesagt, Kerninflation ist das, was für uns entscheidend ist. Hier sieht man mal diesen Rückgang der Headline-Inflation, aber eben diesen leichten Aufwärtstrend wieder der Kerninflation. Und das in der Eurozone, die miserable Konjunkturdaten derzeit displayed, im Gegensatz zu dem, was da in den USA passiert. Und gerade Deutschland, die Wirtschaft schrumpft. Und das, obwohl wir ja einen deutlichen Bevölkerungszuwachs haben. Und das wirft vielleicht nochmal ein anderes Licht. Wenn wir nämlich mal die Wirtschaftsleistung pro Kopf uns anschauen, dann sehen wir, die ist doch relativ deutlich rückläufig. Also eine wachsende Bevölkerung bei schrumpfender Wirtschaft. Warum? Weil natürlich viele Migranten zunächst mal in den Sozialstaat einwandern, weil sie teilweise nicht arbeiten dürfen oder weil ihnen die Skills fehlen. Wie auch immer, jedenfalls sehen wir am Arbeitsmarkt jetzt auch in Deutschland erste Bremsspuren. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr 200.000 mehr Arbeitslose. Andrea Nahles, ja, die gibt es noch, die sagte, schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die kommen jetzt am Arbeitsmarkt an. Beschäftigungswachstum verliert an Schwung. Also da wird es jetzt auch so langsam ein bisschen schwieriger. Der Arbeitsmarkt ist ja ein nachlaufender Indikator. Ich habe drei Empfehlungen heute für Sie, bevor Sie ins Wochenende gehen, meine Damen und Herren. Rentenversicherung ist kaputt. Es wird ja oft so gesagt, oh, wir wirtschaften Überschüsse, das ist natürlich alles fake, das wird aus Steuermitteln, muss das mit vielen, vielen Milliarden subventioniert werden und das Loch wird immer größer. Kein Wunder, aufgrund der Demografie, hochinteressante Zahlen, die Sie hier lesen können. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, kommt die Bankenkrise jetzt nach Europa?
BAWAG, das ist eine österreichische Bank für Arbeit und Wirtschaft. Die ist heute regelrecht abgestürzt, ist im österreichischen Leitindex ATX mit einem richtig fetten Fall, nachdem ein Shortseller gesagt hat, das Geschäftsmodell der Bank funktioniert nicht. Die ist systemisch hochriskant, da gibt es Dinge, die sehr, sehr schwierig sind. Das könnte eine interessante Entwicklung, Beginn einer Entwicklung sein, weil wir hier auch Themen haben, vor allem mit Gewerbeimmobilien und dem ganzen Immobiliensektor. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, wie reagiert eigentlich China, chinesische Medien auf das, was da in Russland passiert ist mit dem Wagner-Aufstand. Und das ist ein sehr sensibles Thema. Da schaut man sehr, sehr genau hin in Peking, was da passiert ist, dass sozusagen ein Söldner es schaffen kann, fast hier die Macht an sich zu reißen oder zumindest in Richtung Moskau zu marschieren. Das ist die dritte Empfehlung. Also jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.